BMW auf der Suche nach lukrativen Nischen. Nach 5er Limousine und Touring, X5 und dem Mammut-Coupé X6, jetzt also ein Gran Turismo getaufter Mischling aus allem, was es bisher gab. Ab 55.200 Euro steht der 5er GT ab Oktober beim Händler. Schon die im Frühjahr in Genf gezeigte GT-Studie polarisierte stark. Das Serienauto spaltet die Autofahrergemeinde nicht minder. Deshalb hat Abenteuer Auto diesmal gleich zwei Testfahrer am Start. Der neue 5er GT ist eine Mischung aus Coupé, Limousine und SUV. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist wahrscheinlich der, ein Auto bauen zu wollen, das ganz, ganz viele Bedürfnisse abdeckt. Genau darin liegt auch ein bisschen die Krux dieses Fahrzeuges. Denn eins ist klar, so ein Auto, das so hoch, so lang und auch so schwer ist, kann natürlich nicht die Fahrdynamik eines 5er bieten. Und die Form, die sich dabei entwickelt, die ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Das ist sicher Geschmackssache, aber mir gefällt es nicht. Ja, mir ist die Kritik an der äußeren Form eigentlich ziemlich egal, denn ich sitze hier hinten wie in Abrahams Schoß. Ich habe einen vielfach elektrisch verstellbaren Sitz. Ich kann mir die Lehne nach hinten kippen, wenn ich möchte. Also besser kann man nicht sitzen. Selbst in einem großen 7er ist das nicht komfortabler. Außerdem stimmt der Komfort. Das Auto federt sehr geschmeidig. Die Innengeräusche sind auf einem sehr niedrigen Niveau. Ja, und noch eine Kritik kann ich dem 5er GT nicht ersparen. Die Übersichtlichkeit ist gelinde gesagt bescheiden. Nach schräg hinten und auch nach hinten raus sieht man eigentlich so gut wie überhaupt nichts. Ohne Park Distance Control und ohne Rückfahrkamera kommt man hier absolut nicht aus. Und die kosten natürlich beide Aufpreis. Ehrlich gesagt, auch die Übersichtlichkeit ist mir relativ egal, denn ich habe einen hervorragenden Panoramablick. Ich sitze noch ein paar Zentimeter höher als der Fahrer und der Beifahrer und ich kann wirklich alles sehen. Ja, aus deiner Perspektive hast du da sicher recht. Und auch ich komme nicht umhin, zwei Dinge ganz positiv zu finden. Nämlich, das ist zum einen der Motor. Wir fahren ja hier einen 245 PS starken Diesel. Die zweite Sache ist die 8-Stufen-Automatik. Das Auto hat die ja serienmäßig mit allen Motorisierungen. Und auch da ist es so, dass die so unmerklich arbeitet, dass ich überhaupt nicht mitkriege, wenn der die Gänge wechselt. Und das ist absolut positiv und BMW-like. Mit einer Länge von exakt 5 Metern ist der GT 16 cm länger als ein 5er. Auch ein 7er streckt sich nur wenige Zentimeter mehr. Da sind üppige Innenraummaße, besonders im Fond, kein Hexenwerk. Rahmenlose Scheiben und gewaltige Türen garantieren einen bequemen Einstieg. Der Innenraum wirkt edel und luftig. Vorn sitzt man spürbar rund 3 cm höher als in der 5er Limousine. Die Rücksitze lassen sich längs um 10 cm verstellen. Fürs Gepäck, das abgetrennt von den Passagieren reist, blieb da nicht mehr ganz so viel Platz. Lediglich 440 Liter schluckt der über eine separate Luke zugängliche Normalkofferraum. Wird die große Heckklappe geöffnet, lässt sich auch sperriges bis zu einem Volumen von 1700 Litern unterbringen. Der 5er GT nutzt bereits Fahrwerks- und Antriebskomponenten des kommenden 5ers. Auch Allrad soll bald zu haben sein. Der 3-Liter Diesel tritt wie im 7er mit 245 PS an, Normverbrauch 6,5 Liter. Höchstgeschwindigkeit 240 km/h. Testwagenpreis mit rund 20 Aufpreisextras, satte 80.000 Euro. Das Fazit unserer beiden Tester bleibt kontrovers. Ja, und so sehr mich der 5er GT technisch überzeugt, für mich bleibt er eine Art eierlegende Wollmilchsau. Ein unheimlich praktisches Tier, was alles kann, aber eben auch kein schönes Tier. Sieh doch mal das Positive. Du hast hier eine Beinfreiheit, die entspricht einer Luxuslimousine. Du hast eine Kopffreiheit, die ist selbst für einen großgewachsenen Menschen wie mich absolut ausreichend und liegt ungefähr auf dem Niveau eines SUVs. Und du sitzt natürlich deutlich höher, was den Einstieg erleichtert. Und du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Die großen Türen,